Die Sommersaison ist die Saison der Flugreisenden. Doch seit dem Beginn der Corona-Pandemie fragen sich viele, ob vor allem im Flugzeug das Risiko einer Ansteckung mit Covid-19 erhöht ist. Eine Studie aus dem Jahr 2021 gibt jedoch vorerst Entwarnung. Darin wurden rund 4.492 Fluggäste analysiert, von denen 161 positiv auf das Coronavirus getestet worden sein sollen. Lediglich zwei davon seien im Flugzeug selbst infiziert worden. Laut der ForscherInnen liegt das Risiko einer Ansteckung demnach bei weniger als einer Promille. Grund dafür sei das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und der im Flugzeug vorhandenen Luftfilteranlagen. Dennoch finden sich im Flieger verschiedene Keime und Bakterien, die die Übertragung von Covid oder anderen Erregern begünstigen könnten. Außerdem gäbe es mittlerweile ansteckendere Virusvarianten, deren Übertragbarkeit nicht in der Studie getestet wurden. Demnach solle man vor allem die Berührung der Toilettenspülung, der Fensterscheiben und der Klapptische so gut es geht vermeiden.